jetzt sowieso eine Fallschirme. Upsi. Okay, so ist nicht mehr. Das ist das Schöne ist. Ja? Dann kannst du wieder ausgraben. Schwer. Ja, das stimmt. Bewegen ist da wichtig. Außerdem, das ist kein schnelles Spiel, sondern ein Produktspiel. Okay, danke. Bitte. So, dann lernen. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mich noch bewege. Ich muss mich eh bergen. Ha. Wie doof das schaut, Alter, der Fahrer die ganze Zeit rüber. Zur Fabrik holen uns das. Was ich mir halt manchmal vorstelle. No. Stell dir vor, da hätte es auch diese Fahrphysik, also jetzt vom Boden her, auch in LS.
Boot. So, wenn es regnet, dass die Felder dann schlammiger sind. Wenn es schneit, ist der Traktor rutschiger. Ja, ja, das ist so stimmt. Drum tue ich immer salzen. Ah. Ah, genau, Landwirtschaftssimulator spielen wir auch. Ja, da war halt nicht. Da war halt nicht, ja. Weil irgendwas nicht passt. Kann es halt leider nicht rausfiltern, was. Also ich sehe jetzt auch nichts in diesen Doktoren, die sind halt riesig. Ich habe jetzt schon ein paar Mal durchgeschaut. Ich finde da kein Error oder so drin. Außer Autodrive, ne? Na gut, die zeigt nur Fehler an. Das steht auch jetzt nicht kein Error beim Laden oder so in den Logdatern. Okay. Die Fehler zeigt er ja beim Mod direkt an. Das steht dann zum Beispiel. Ein Fehler ist ja zum Beispiel, wenn er den Hupensound nicht erkennt. Dann ist es ein Fehler. Beim Mod zum Beispiel. Ah, okay. Zum Beispiel der eine hat Fehler hat. Der eine Mod hat 5 Fehler, weil er. Weil man nicht die. Weil er nicht erkennt, die Türen. Also Window hinten, Window vorne, Door wide, Door left. Mhm. Dass du es vielleicht nicht öffnen kannst oder so. Aber das sind ja so Kleinigkeiten. Man, es wird wahrscheinlich eh dann an einem Mod liegen, weil dann was soll sonst liegen? Ich finde halt nur komisch, dass ich rein kann und du nicht. Ja. Aber ist die Frage, an welcher Mod es liegt? Ja, das ist halt das. Deswegen würde ich ja mal die Mods nehmen. Austesten müssen. Ja. Na, erstens ist es so zart, weil du musst dir merken, ob, das, ob du eine Mod hattest oder nicht. Wenn du jetzt so eine Mod hattest. Naja, wenn du sie nicht hast, ist die Mod ja weg dann. Wenn du einen gemoddeten Traktor hast und wir nehmen den raus, ist er weg. Achso, stimmt. Das heißt, er fehlt ja auch im Geldsinne jetzt. Müsstest du ja nachkaufen. Ja, stimmt. Deswegen würde ich sagen, jeder schreibt sich mal die letzten 5 oder so, weil bei mir wird das extrem viel sein. Ich hoffe nicht, dass einer von meinen Mods ist. Gut, die Mods haben wir ja alle gemeinsam runtergeladen. Ja schon, aber wenn es wirklich ein Mod fehlerhaft ist beim Spielen, ist es egal, ob wir es gemeinsam runtergeladen haben oder nicht. Ja, aber wie soll ich mich erinnern, was für Mods ich wollen habe? Ja, du brauchst ja nur schauen, was für Geräte du hast. Ach so, einfach nur die Geräte durchschauen, welche. Ja, welche Mods du sind. Aktiv jetzt hast. Die Mods sind. Okay, verstehe. Ja, weil es muss ja passiert sein, nicht weil wir den Mod installiert haben, sondern weil wir ihn gekauft haben und benutzt oder so irgendwie, dass da ein Fehler ist. Mhm. Denke ich jetzt einmal, weil wenn es einfach irgendeiner ist durch ein Update, dann wäre das richtig scheiße. Ja. Dann, so wie du sagst, gibt's nur alles runter und neu drauf. Bei mich wurde das wirklich, warum jetzt gerade? Weiß ich nicht. Ja, es wird eh dann eine Mod sein. Und nur, ich schätze, gesagt, heute, ich dass es eine neue wird sein. Es kann eigentlich nur eine neue sein. Bis die anderen haben ja funktioniert, weißt du, ich meine? Ja, aber wenn es eine ist, auch eine alte, die wir aber nicht hatten. Was ich meine? Achso, du meinst, wo wir jetzt das Gerät gekauft haben? Ja. Bist du deppert? Jetzt habe ich dich. So ein Schlachtschiff, da muss man was am Weg machen, der ordentlich ist. Das meine ich. Weil ich habe ja viel gespielt über Silvester. Ich habe ja wirklich viel gekauft. So an Geräte und so. Achso, und wenn das eines von den Mods ist, schlagt sich das bei mir natürlich auch durch, auch wenn ich es nicht habe. Ja. Das ist eigentlich eh nur Straße. Das trifft sich gut. Weil gekauft habe ich eigentlich. Ist nicht nur Straße. Nicht viel. War ich jetzt falsch? Ja, das müssen wir uns dann mal in Ruhe anschauen eben. Weil ja. Was scheiße wäre, wenn man die Mods rausnimmt und jedes Mal einen Tag warten muss. Ja, das ist halt leider das. Das ist das. Wir können es gar nicht anders. Nachdem der Fehler nur so auftritt, können wir es gar nicht anders testen. Deswegen, wir werden uns einen Tag raussuchen, wo wir wissen, wir können, so zwischendurch.
Lassen wir mal die Mods rausschreiben? Ja. Das Rausschreiben ist kein Thema. Da steht ja jeder bei, was Mod ist. Ja schon, aber du musst den Server ja wieder zurücksetzen. Achso. Und am nächsten Tag ist er wieder kaputt dann. Ja. Also, aber das weiß ich gar nicht. Das haben wir eigentlich auch noch nicht probiert, oder? Was denn? Das müsste ich vielleicht jetzt dann noch machen, bevor wir aufgehen. Den Server zurücksetzen, ohne dass einer drauf geht. Also einen alten... eine alte Datei nehmen. Mhm. Und ob wir morgen dann drauf kommen oder ob sich das über Nacht quasi durch den neuen Start generell anfängt. Mhm. Dann lassen wir mich als erster drauf morgen. Weißt du, weil ich kann ja dann gleich sagen, ob es geht oder nicht. Ja, es geht eh nur, wenn du es mir sagst. Ja, so meine ich ja. Das wäre so ein Riesending, oder? Bitte. Weil es halt ärgerlich, weil da würde ich halt auch gerne weiterspielen. Ja, so wie ich. Das ist so wie ich für zwischendurch, ist das super. Ja. Und ich möchte eben auch wieder die zwei Felder haben, weil das sind genau die perfekten Felder, die ich brauche dabei. Genau, da ist was oben, was ich brauchen kann auch gleich. Die Pläne damit. Ich sehe auch meine Pläne ein bisschen durchkreuzt, aber stört mich nicht. Was denn? Ich habe mir jetzt Zartis runtergeladen. Mhm. Aber ich werde es jetzt nicht spielen. Achso, du meinst wegen Ready? Ja, weil ich das jetzt spielen. Mhm. Holst du das eigentlich auch, wenn sie ins Angebot irgendwann kommt? Ich denke ja. Aber ist das ist wahrscheinlich ein Spiel, das werde ich so nicht alleine spielen, denke ich mal. Das ist ein okay. Problem. Ich meine, vielleicht ist es cool, aber ich denke mal, wenn man mit Leuten, die man dann, wo man sich dann zusammenredet, ist sicher nochmal cooler. Scheiße. Und dann hab ich hier nicht verfahren. Ja, sicher ist das cooler, finde ich auch. Ja. Also, vielleicht, wenn es im Angebot ist, können wir dann auch Dominik dazu. Was noch? Ja, eh. Sei mal froh, dass dein Ark dann kommt. Stimmt. Ich halte schon die Kappe. Sonst kommt das nicht mehr. Aber wir können das vielleicht als Zwischendurch-Ding mal einbauen oder so immer. Ja, stimmt. Das ist sicher auch eine geile Serie auf YouTube. Ja, vor allem, ich finde einfach die Idee voll cool dahinter. So was ähnliches habe ich in LAN noch damals gespielt. LAN-Netz, ja. Nicht einmal WLAN oder so, Internet, ja. Sondern ja, ich LAN-Party. LAN, ja. In LAN-Party habe ich was ähnliches gespielt. So wie Ready or Not. Ja, wie hat das geheißen? Tactical Ops. Tactical Ops, da sagt man sogar was. Ist doch entweder was du die Terroristen oder die Polizisten, halt da konntest du wählen. Ja gut, aber das war alles online, oder? Nein, das war alles. Auch gegen KI. Ja. Du konntest dich in das eine oder andere Team hauen. Mhm. Und mit der KI spielen. Aber trotzdem, du hast halt gehabt in den einen, dass du die Geiseln befreien musst. Also so ähnlich wie Counter-Strike quasi. Ja, dass du die Bombe legen musst. Bei den Terroristen. Und. Na gut, weil Leonard ist ein bisschen ausgereifter. Naja, in Radionet ist es wirklich Polizei. Du wirst bewertet. Ja. Du darfst ja, keinen erschießen, der zum Beispiel sich ergibt oder so. Mhm. Das gibt dann. Also du musst die Situation in der Situation abschätzen, wie ein Polizist halt. Okay. Das heißt, wenn sich der Geisel, wenn du in den Raum reingehst zum Beispiel und die Geisel ergibt sich. Ah, nicht die Geisel. Die darfst sowieso nicht erschießen. Ich glaube, ich tue mich da gerade festfahren. Ganz kurz.
Zum Beispiel, du siehst diesen Raum stürmen und da sind zwei Terroristen drin und einer gibt sich, aber du schießt auf beide, ist das ein Minuspunkt trotzdem für dich, weil du einen erschossen hast, der eigentlich aufgegeben hat. Ja. Und das ist ja auf nicht Hardcore, aber ein Schrotschuss aus der Nähe bist du tot halt. Ja, ja. Zum Beispiel. Also das ist wirklich taktisch, ich habe das gesehen. Also das ist nicht so, ich stimme da jetzt einfach so planlos ran. Ich habe da nämlich zwar zugeschaut, der eine ist, der hat wirklich eine Bundeswehrausbildung, der war, ich glaube, 20 Jahre beim Bund in Deutschland. Der hat das mit einem gespielt. Mhm. Und sie haben das so gezeigt halt. Was auch cool ist, du hast ja verschiedene Szenarien, ja. Mhm. Von Sekten bis ja, Geiselnehmer, Bomben. Und jede Situation ist anders. Also du startest nie in der gleichen Runde und kannst sagen, okay, jetzt war der da, da. Sondern es ist immer anders. Einmal ist die Gassel dort, einmal ist sie dort. Das ist geil. Und sie haben halt jetzt gezeigt, ja. Erster Durchgang ist einfach nur durchwaschen. Da sind sie in 3-4 Räume gekommen. Mhm. Und zweiter Raum war halt taktisch. Das hat man hat gesehen, was eben. Wie gehen sie vor, blenden sie. Mhm. Und lauter so Sachen. Du hast ja so Bodycams oder so, dass du siehst, wo der andere gerade hinschaut und so. Du musst okay. Halt zum Beispiel. Voilà. Du musst ja auch dann die Geiseln entwaffnen. Ah, ich sag immer Geiseln. Trottel. Die Terroristen entwaffnen und fesseln und so. Ja, das hast du auch gehabt. Also irgendwie was komplett Neues, so quasi. Mhm. Da muss ich fahren, okay, das hat das erstmal gar nicht gesehen. Detective Globs hat sogar die Daniela gespielt. Was? Also, wir haben gesagt, vom Namen her war es jetzt, aber... So, das ist jetzt Fahrer. Und dann in Berlin. Muss sagen, mit dem fetten Teil, mit diesem Bausattelanhänger da, also dann brauche ich schon teilweise jetzt den Lastengang, also sonst schaffe ich das nicht. Okay. Und das ist ein Riesending auch. Aber gleich ist die Mission fertig. Wie viele Türme fehlen dir noch? Zwei, glaube ich. Aber ich bin da gerade ein bisschen... gerade ein bisschen schwieriger. Weil ich da ein bisschen blöd gefahren bin. Und ich habe ja eigentlich wirklich gern auch Rainbow gespielt. Mhm. Nur Rainbow ist halt teilweise gegen echte Gegner ist natürlich hardcore und nicht so realistisch geil irgendwie. Weil manche, wie soll ich sagen, was ich. Ein Geiselnehmer bleibt bei den Geiseln, ja. So jetzt, blöd gesagt, und rennt nicht im ganzen Haus um und um, damit man die Polizisten abfangen kann, nicht so. Ja, stimmt. Dumm gesagt. So. So. Ja, du holen möchte ich es mal irgendwann sicher, aber. Ja, aber so für zwischendurch, dass wir das spielen. Das ist ja auch lustig. Okay, so. Das wird. Upsi. Boah, das war ein harter Upgrade-Punkt, Alter. Ein Upgrade-Punkt hast du geholt? Mhm. Auf. Ich häng da wieder. Was auch immer so schon alles hast. Ah ja, ja, genau das war das, was ich meine. Diese Farm, wo dieser Weg, das so schleimig war. Da habe ich das. Da habe ich jetzt einen geilen Weg gefunden. Auch dank deiner Hilfe, Kampffander. Diesen Matsch zu überrumpeln? Hm? Oder was? Den Matsch da? Du kannst ganz links fahren. Da kommt man sicher mit dem LKW auch drüber. Okay, na gut, ich glaube mit dem LKW komme ich sowieso besser drüber.
So. Passt, also mit dem ersten bin ich mal fertig. Oh mein Gott, ich werde mich zurücksetzen müssen bald. Das ist auch einfach eigentlich. Oh, was ist los? Wahrscheinlich für Geld gerechnet hat. Warte mal, 1, 2, 3. 4 Türme sind es noch. 1, 2. Ja, 4 Türme. Oh fuck, wenn ich nicht bei der Tankstelle finde, dann kann ich zurücksetzen. Ja, genau. Und danke, das weiß ich zu schätzen. Was denn? Danke, meine Hilfe, nur wo ich kann, wo er kann. Urlieb. Bussi aufs Bauch. Bayern und die Österreicher müssen zusammenhalten. Wenigstens einer von den Sozialen, die es noch gibt. Genau.